Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Oh mein Gott. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Oh, der sieht ja komisch aus. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Oh. Habe ich dich so erzogen? Ja. Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Hoff. Herr Konrad! Boah. Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt! Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Tja, der Pech. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, Ihre disziplinaren Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs. Danke. Sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. So, beim Tempomorphen haben wir ja nichts mehr weiter. Gehen wir zum Schrank. Nutzen. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. What the fuck? Vollkommen unbeabsichtigt, natürlich. Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise, wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung der Dedelic entstanden sind, bereits mit der Dedelic-Feder und sogar einem Plakat zu The Whispered World geziert sind. Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich, die wurden später hier in den Hintergrund rein montiert. Woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Enttäuschend. Oh. Echt enttäuschend, da ist das Tagebuch. Wir nehmen es mal. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Oh mein Gott! Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Jo. Ich habe. Ja. Öffnest du das Fenster für mich? Warum nicht? Gib mir einfach das Kommando, dann erledige ich das. Ja, dann öffne mal das Fenster. Nicht ansehen, benutzen. Und sie geht einfach durch die Schranktür. Okay, geöffnet. So, Harvey. Und raus. Huch. Lol. Spechte sind schon seltsame Vögel. So pedantisch. Ist ja lustig. Dum, dum, dum. Ist die Edna nicht da? Boah, ich mach jetzt mal einen scheiß Schrank zu, so.
Herdner, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Dieser Schrank ist eine mottenfreie Zone. Hey Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Aha. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Wir müssen mit Edna gegen die Tür kloppen und dann uns im Schrank verstecken. Wie schon einmal, als wir den Typen da... wo wir da die Alarmanlage und sowas gemacht haben, dann können wir da auch reingehen. Benutzen. Schrank. Nee. Benutzen. Schrank. Okay. Tür. Benutzen. Ja, bitte? Lass das, okay? Okay, das reicht wahrscheinlich nicht. Benutzen. Ja, bitte? Lass das, okay? Okay, das hilft uns natürlich nicht so weit. Gehen wir nochmal raus und gucken mal. Geht's hier noch weiter? Das Fenster. Huch. Er ist jetzt endgültig bei mir unten durch. Aha. Rekursion ist ja eines der wichtigsten Handwerkszeuge eines Dramaturgen. Mhm. Und deswegen fand ich es ganz neckisch, dass man zum Schluss des Spiels noch einmal eingesperrt wird und einen Ausbruch wagen darf. Und ähnlich wie Edna aus ihrer Zelle durch den Lüftungsschacht kriecht, missbraucht auch Harvey eigentlich nicht begehbaren Verbindungen zwischen Räumen hier für seinen kleinen Ausflug in die Freiheit. Viel Spaß dabei. Immer noch rein. Ja, damit geht, ne? Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Gesichtsschleimhautreizung? Tolles Wort. Wer meint noch hier so? Oh, Elefant! Oh, Elefant. Hey Edna, du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Wenn ich Lust auf Achterbahn hatte, ließ ich mich einfach von Edna in die Schmutzwäsche werfen. Hä? Ich fühle mich so schmutzig. Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. What the fuck? Hey Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Nein. Lass das, okay? What? Ich habe jetzt den Schrank genommen und dann... Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Schrank. Auf der Rückseite gab es einst einen... Ich hab vollkommen... Kannst du nicht verstecken oder so? So viele Erinnerungen da draußen. Kann ja nur Dings zu machen. Mist. Was können wir jetzt machen? Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Aha. Was haben wir denn noch so? Elefant-Tier-Tagebuch. Lass das, okay? Hab nichts gemacht! Okay.
Bin ich da in den Schrank irgendwie? Okay, gehen wir noch mit Harvey. Können wir echt nicht weiter? Ich dann Specht. Schrank. Edna. Wie geht's dir, Eddie Baby? Eddie Baby. Mir würde es besser gehen, wenn du mich nicht so nennst. Hey Edna, warum machst du es nicht wieder Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen, aber dein Plan hat auch was. Hey Edna, vielleicht hilft der Schrank uns... Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Ja, aber so kann... Nee, glaube ich. Komm mit, Harvey! Aha. Lass das so. Hey. Ah. Wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Jetzt können wir ihn einsperren im... Hey. Nee. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe... Dann holst du mich natürlich. Klar. Mist, ich kann nicht. Oh, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Mhm. Huch, der Elch ist weg. Ja, ihr seid jetzt so weit gekommen im Spiel. Darum seid ihr auch dem Lüften des Geheimnisses um Edna sehr nah auf der Spur. Ja. Und jeder, der denkt, dass Ednas Geschichte etwas mit dem Verschwinden dieses Elchkopfes oben links zu tun hat, der irrt. Hm. Tatsächlich finde ich, dass hier dieser Switch zu Harvey einer der wirklich stärksten Augenblicke im Spiel ist. Weil Harvey halt das erste Mal tatsächlich sich besorgt zeigt um Edna. Wir treffen ihn hier an und er gesteht uns etwas ein, was er Edna gegenüber halt nie sagen würde. Und das lässt uns Harvey noch mal mehr ans Herz wachsen. Oh. Ich hoffe, also bei mir hat es geklappt. Okay. Elchkopf. Ich will den Elchkopf. Ich kann gar nichts mehr machen. Ah, okay. Speichern kann ich aber noch. Was haben wir denn noch? Durchgang. Nee, können wir gleich hier oben bleiben. Edna sagt, ich soll hier unten Ach so. Suchen. Okay. Mäntel hoch, Durchgang, Fenster, Durchgang. Salontür. Huch. What the fuck? Ah! Was war denn das gerade? Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Man ist so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier? Der hat ja voll die Paranoia, ey.